Es komme vor dich mein Gebet, neige dein Ohr zu meinem Schreien. Der Anlass für die Predigt war zuerst einmal ein Referat von Andreas Hahn, gewiss ist er vielleicht bekannt, Jahrgang 1964, promoviert in Theologie, verheiratet mit Astrid, 4 erwachsene Kinder. Im Juni 2017 hat er einen schweren Mountainbike-Unfall erlitten, seitdem ist er querschnittgelähmt. Er hat dann ein Referat gehalten, Resilienz, also Widerstandskraft durch den Glauben. Und dann hat er auf Psalm 88 hingewiesen. Ich habe dann Psalm 88 gelesen, ganz ruhig, ich habe schon viel gelesen, aber dann mal ganz ruhig, intensiv. Dann eine Predigt von Timothy Keller dazu gelesen. Ich habe geschaut, hat er mal darüber predigt, hat er. Und da hat mich dann veranlasst, die Predigt zu schreiben. Ich selber kenne schwere Zeiten. Und so ganz flache, einfache Antworten helfen dann nicht weit. Psalmen, die werden ja als Gebetsbuch in der Bibel bezeichnet. Und es finden sich viele Gebete von Menschen, die leiden, die der Allmächtige um Hilfe bittet. Und fast alle von diesen Bittpsalmen, die enden im Ton von der Hoffnung, vom Vertrauen, von der Zuversicht. Man betet und sieht, wie Gott anfängt zu wirken. Oder wenn nicht, dann spürt man, dass Gott nicht aussen dran wirkt, aber so doch wenigstens im eigenen Herz. Aber nicht so in den heutigen Psalmen. Psalm 88 und dann gibt es noch einen zweiten, Psalm 39. Die endet beide ohne Hoffnung. Christen, besonders wir Christen in der westlichen Welt, sind, das ist jetzt eine Verallgemeinerung, eine Ankündigte, sind oft ein bisschen naiv, was die Unvermeidbarkeit von Leiden in dem irdischen Leben angeht. Wenn etwas passiert, schief geht, dann ist man überrascht. Man weiß nicht, wie man es verarbeiten kann. Man schlägt auf alle Seiten aus. Das zeigt sich im Umgang mit dieser Pandemie und auch mit der ganzen Kriegssituation. Wenn ich hier alles von Christen höre, völlig hilflos. Ja? Tief im Glauben verwurzelt und dann kommen so Ereignisse und Panik bricht aus auf allen Seiten. Ja. Herr Gott meiner Rettung. Genau. Des Tages habe ich geschrien und des Nachts vor dir. Es komme vor dich mein Gebet, neige dein Ohr zu meinem Schrein. Denn satt ist meine Seele vom Leiden und mein Leben ist nahe dem Scheol. Ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat und der die Toten hingestreckt wie Erschlagene, die im Grab liegen, derer du nicht mehr gedenkst. Denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen. Auf mir liegt schwer dein Zorn, und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen und kann nicht herauskommen. Mein Auge verschmachtet vor Elend. Zu dir rufe ich, Herr, den ganzen Tag. Ich strecke meine Hände aus zu dir. Willst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen, dich preisen? Wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab, im Abgrund von deiner Treue? Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Ich aber, Herr, schreie zu dir, und am Morgen möge dir mein Gebet begegnen. Warum, Herr, verwirfst du meine Seele, verbirgst du dein Angesicht vor mir? Elend bin ich und todkrank von Jugend auf. Ich trage deine Schrecken, bin verwirrt. Deine Zorngluten sind über mich hingegangen, deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag. Sie umringen mich allesamt.
Du hast mir entfremdet Freund und Nachbarn. Meine Bekannten sind Finsternis. So endet der Psalm. Schrei der Finsternis oder Dunkelheit. Äußere und innere Dunkelheit, Finsternis kann lang dauern. Man kann beten und alles tun, um wieder mit Gott in Kontakt zu kommen und trotzdem in so einer Finsternis stecken. Zwei Arten von Finsternis werden im Psalm beschrieben. Das eine sind äußere Umstände, äußere Finsternis. Von da steht die eine Lampe da, das eine Licht. Der Autor beschreibt, dass die nicht mehr brennt. Er sagt im Vers 9 an, meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Also er hat seine Freunde verloren durch Situationen. Es ist kein Kontakt mehr möglich. Es ist etwas zerbrochen. Sie sind einfach weg. Finstere Umstände, Lebenssituationen, wo man merkt, die drücken einen. Aussen dran. Mit schweren Umständen kann man besser ausgehen, wenn es wenigstens im Glauben gut geht. Wenn das Herz noch da ist und man sagt, ja, ich bin geborgen in Jesus Christus. Nur im Autor, da ist die Situation ein bisschen anders. Die brennt auch nicht mehr. Es geht ihm auch innerlich schlecht. Das, obwohl er sagt, im Vers 2, Herr Gott meiner Rettung. Also er vertraut auf Gott, er hat keinen Zweifel, Gott ist mein Retter. Und vielleicht hast du einmal in deinem Leben den Schritt gemacht, magst du dich noch erinnern, an den Tag, wo du gesagt hast, ja Jesus, jetzt bin ich mit dir unterwegs, ich vertraue dir mein Leben an, ich bekenne meine Schuld, wende mich dir zu, du wirst mein Herr. Und dann schickt Jesus seinen Heiligen Geist in sein Leben. Du hast eine Freude, eine Befreiung. Du erlebst irgendwie, wow, Vergebung. Ich habe von jemandem gehört, einer 90-jährigen Frau, die vor einer Woche zum Glauben kam, ist anderthalb im Spital. Oder jemand von unserer Gemeinde, musste dort hin. Und die Frau hat keine Nacht durchgeschlafen. X-mal verwacht, nachdem sie Jesus sagt, hat, hat die Frau einfach durchgeschlafen. Tiefen Frieden. Wow. Und dann lässt du dich noch taufen als Bekenntnis, als Zeichen, du bist mit Jesus unterwegs und du hast das erlebt. Herr Gott meiner Rettung. Wenn du es noch nicht erlebt hast, das ist das Zentrale im Leben. Gell? Also ohne das wird es wirklich schwierig. Darum mach den Schritt. Wenn du nicht weißt, wie, geh zu jemandem, den du kennst. Wenn der nicht weiss, wie, mach es so, wie es der gemacht hat, wenn er es gemacht hat. Und wenn er gar nicht weiterkommt, könnt er zu mir kommen oder jemand von der Kirche. Ich helfe euch. Ja. Aber Herr Gott meiner Rettung. Und jetzt hat er das Gefühl, Gottes Zorn lastet auf ihn, obwohl er ihn so kennt. Er fühlt sich von Gott im Stich gelassen, abgelehnt. Man kann sagen, mit den Füßen trampt er nach hier, schlägt er mich hier, wenn ich am Boden liege. Wenn du schwere äußere Umstände hast, und die Lampe brennt, dann geht es ja. Aber wenn die nicht mehr brennt, dann wird es schwierig. Dann erzählt man am liebsten gar nichts. Ein bisschen einigeln, kein strahlendes Gesicht. Und wenn dann jemand erzählt, wie wunderbar, dass Gott in seinem Leben wirkt, hat er vorne vielleicht mal auf der Bühne, ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist, kann sein, vielleicht. Und dann macht das einfach noch schwerer. Weil ich sitze da und erlebe es nicht. Und jetzt ist da ein Mann im Psalm, der betet, macht alles, was er kann. Und er sitzt immer noch im Finstern.
Psalm 88 hat eine ganz harte Botschaft. Man kann ein guter Mensch sein, soweit es möglich ist. Man kann beten wie verrückt. Und alles geht schief. Und äußere und innere Finsternis, die kann sehr lange andauern. Nicht einfach 5 Tage mit einem Gebet weg. Nein, nicht. Das ist die erste Botschaft vom Psalm. Jetzt kannst du sagen, ja, aber stopp, Stefan. Kann ja nicht sein. Sagt die Bibel nicht immer, dass Gott alles zum Guten wendet und dass hinter allem Absicht steht? Richtig? Das steht in der Bibel. Nur wenn du genau nachliest, dann wirst du bemerken, dass wir das vielleicht bis an unser Lebensende gar nicht wissen. Dass das verborgen ist bis dann. Ups. Der Professor hat über den Psalm geschrieben, wer versucht, aus der Bibel eine Philosophie zu entwickeln, in der sich am Ende immer alles zum Guten wendet, muss diesen Psalm aus der Bibel herausreißen. Du denkst, du siehst in dem Leben alles noch kommt zum Guten. In dem Leben, denk, das steht nicht in der Bibel. Ja. Die Bibel sagt, in Psalm 88, man kann alles richtig machen und alles geht schief. Und das über eine lange Zeit. Wie hilft jetzt das? Es hilft, wenn man mal akzeptieren kann, das kann passieren. Christen sind nämlich manchmal recht naiv. Nochmal so eine Unterstellung, ja. Christen sind naiv. Stell dir vor, ich und meine Frau, wir kommen von jemandem ein Honeymoon-Suite geschenkt über. Wochenende im Grand Tolder, Zürich. Wow, ist noch niemand auf die Idee gekommen, bis jetzt. Und dann gehen wir in das Zimmer rein und sehen, das Zimmer hat 12 Quadratmeter. Ein kleines Fenster, ein Bett rein, ein Stuhl, ein Fernseher und ein Pult. Ich denke, hallo, was soll das? Ich bin völlig enttäuscht. Das ist euer Hotelzimmer. Nehmen wir an, ich poste etwas und werde ins Gefängnis gesteckt. Und ich komme ins gleiche Zimmer rüber. Dann finde ich, okay, geht noch. Ist okay. Meine Erwartungen bestimmen ganz stark mein Erleben, was ich erwarte. Meine Erwartungen bestimmen mein Erleben. Das ist beim Autofahren so, ob ich jetzt einen Dacia als Jeep hätte oder einen richtigen Jeep, das wird mein Erleben auch bestimmen, ja. Erwartungen bestimmen mein Erleben. Und wenn du denkst, ich bin Christ, mir wird nie etwas Schlimmes passieren, dann willst du ins Honeymoon vom Leben. Dort bin ich auch gern. Ja, wirklich gern. Aber es ist nicht die Realität. Und wenn du so denkst, kann man sich schon fragen, warum denkst du so? Jesus Christus, dem du nachfolgst, das ist Gottes Sohn. Er hat doch auf Erde kein besonders gutes Ende genommen. Was lässt dich annehmen, dass du über ihm stehst? So viele Christen erleben weltweit Verfolgung. Open Doors schreibt, dass die Intensität unverändert hoch sind. Derzeit, also das ist jetzt vom 2023, sind es über 360 Millionen Christen, die weltweit hoher Diskriminierung ausgesetzt sind.
360 Millionen Christen. Eine riesige Zahl. Naiv zu sein ist eine Gefahr. Mit Not selbst. Und der Psalm schenkt dir ein breites Herz und eine mehr Weisheit. Er sagt dir und mir, das kann dir und mir passieren. Finsternis, so Sachen können Teil von unserem Leben sein. Die sind möglich. Finsternis kann dir aber auch Gottes Gnade zeigen. Dunkle Zeiten sind Zeiten, um seine Gnade zu sehen. Schau mal die Sprache vom Autor, wenn er mit Gott redet. Der Autor hat seine Gefühle, seine Zunge nicht unter Kontrolle. In den Versen 11 bis 13 da finden wir ein Kreuzverhör. Da sitzt Gott auf der Anklagebank. Er sagt, ich möchte dich schon loben. Ich möchte der Welt erzählen, was du Grosses machst, deine Treue. Aber wie kann ich das, wenn du so auf mich einprügelst? Möchtest du denn nicht gern, dass ich mal etwas Gutes über dich sage, Gott? Willst du nicht, dass ich anderen von dir erzähle? Ist das nicht der Sinn der Sache? Warum antwortest du mir nicht? Er kommt keine Antwort über, er ist innerlich völlig durcheinander, wütend, enttäuscht. Er klagt im Vers 16, elend bin ich und todkrank von Jugend auf, ich trage deine Schrecken, bin verwirrt. Er schrieb da von Jugend auf, also immer. Er sieht sein ganzes Leben nur noch durch die Brille von den Schwierigkeiten. Also alles ist schlecht, immer, da man mit der Kommunikation lernt, sollte man nicht sagen. Ja, alles, immer. Er sieht sie so und redet so mit Gott. Und damit sagt er Gott, du bist ja gar nie für mich da gewesen. Er ist nicht respektvoll. Das ist ja fast ein bisschen Blasphemie. Er übertreibt. Und das macht der Psalm noch zu einem grösseren Bild von Gottes Gnade. Warum? Der Psalm endet ja mit diesen Worten, Vers 19, letzte Versteil. Meine Bekannten sind Finsternis. Er sagt da damit, wörtlich, also zum Verstehen, weißt Gott, wenn ich zur Nacht, wenn es dunkel ist, endlich mal einschlafen kann, eine halbe Stunde Schlaf finde oder eine Stunde, das ist das Beste, das sind meine besten Freunde. Alles andere ist Elend. Einfach wenn mal ein bisschen Ruhe ist. Psalm zeigt, du kannst masslos übertrieben, blasphemisch sein, also gotteslästerlich, wütend, verzweifelt, verbittert. Und Psalm 88 sagt, Gott hat Verständnis für dich. Er weiß, wie Menschen reden, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Und Gott hat nicht gesagt, ja, okay. Der Psalm kommt jetzt nicht in die Bibel, der wird zensuriert. So redet man nicht mit mir. Ja. Er ist drin. Und er sagt damit auch, ich bin immer noch der Gott von dem Mann, obwohl der so betet. Ich bin es immer noch. David sagt von Psalm 39 und eben Psalm 88 sind ein Beweis dafür, dass Gott dein Klagen versteht. Er sagt, ich weiss, wie du mit mir redest, wenn es dir schlecht geht. Es spielt keine Rolle, ich bin immer noch dein Gott. Vers 2a, Herr Gott meiner Rettung. Gott ist es, der rettet, nicht wir uns selber. Er sagt, ich bin dein Gott, nicht weil du jeden Morgen freundlich reinschaust. Nicht, weil du alles richtig sagst, alles richtig machst, weil du immer ehrfürchtig bist. Ich bin dein Gott, weil ich ein Gott von der Gnade bin. Trotz all diesen Sachen, die du manchmal kannst anstellen. Und das habe ich nötig. Und vielleicht du auch. In dunklen Zeiten habe ich Gnade, Geduld
von Gott mehr verstanden und erfahren als in Zeiten von Glück. Finsternis, Dunkelheit kann dich auch zu etwas Grossem machen. Gerade so Zeiten, wo man nicht merkt, dass Gott im eigenen Leben wirkt. Solche Zeiten sind so ein Reifungsprozess. Du hast scheinbar keinen Nutzen, dass du mit ihm unterwegs bist. Wenn du die Bibel liest, merkst du, das ist eigentlich mehr Pflicht. Lesen, es redet nicht, kein Licht. Beten hilft nicht, Finanzen geben, Gott zu dienen. Alles machst du, es bringt dir nichts. Es lohnt sich nicht. Und manchmal gibt es Situationen, du schaffst mit in deiner Gemeinde oder Kirche und merkst, meine beiden Lampen brennen nicht. Ich mache mit. Mach einfach mit. Das Buch Hiob fängt ja damit an, dass Satan Gott verhöhnt. Er sagt nämlich, Gott, in dem Moment, also Satan sagt Gott, dient jemand den Hiob vergebens, dem geht es ja so gut, wenn er mit dir unterwegs ist. Und damit, mit dieser Aussage, zeigt er auch auf dich und mich. Schau dir mal die Christen an, sagt er vielleicht. Die dienen dir nur, weil es ihnen etwas bringt. Die haben dich gar nicht gern. Die erwarten sich einen Gewinn, einen Benefit davon. Sag, ja, sie dienen nur sich selber. Sie sind egozentrisch. Und Gott sagt dann Satan zu Gott, nimm denen etwas weg, dann hören sie auf dienen. Dann ist es fertig. Und vielleicht auch bei uns. Zeitlang wird kein Gebet erhört, kein Gefühl von Gegenwart von Gott. Irdische Annehmlichkeiten sind auch weg. Und dann wirst du sehen, sei der Teufel, dann werden sie auch dich verlassen. Und sagen, nein, der Glaube bringt mir nichts, Jesus bringt mir nichts und weg bin ich. Die Anschuldigung vom Teufel, im Grunde hat er ja ein bisschen recht. Ich habe das auch erlebt, kenne das auch und vielleicht du auch. Da lese ich die Bibel, ich will beten, ich will die Bibel lesen, ich will Gott erleben. Das geht mir aber so, ich will ihn erleben, das wünsche ich mir. Ich habe ein Bedürfnis. Aber wenn es dann mal nicht so läuft, wie es sollte, was denn? Mit dem Autor ist ja dann etwas passiert. Er übertreibt, er sagt sogar, eben meine Bekannten sind Finsternis, im Vers 19, das sagt er zu Gott, aber er bleibt immer bei Gott, auch wenn er nichts von ihm überkommt. Es kann sein, Menschen heute Morgen da rein sitzen, die wissen, ich bin eigentlich da und genauso fühle mich. Ich komme nichts von Gott über. Aber ich bin bei ihm. Und wenn du bei Gott bleibst, dann zeigt sich damit, Satan hat Unrecht. Unrecht bei dir, Unrecht beim Hiob. Du bleibst bei Gott. Und mit dem Mann ist etwas passiert, er bleibt Gott, obwohl er nichts spürt. Wenn du da die doppelte Finsternis gehst, dann hast du eine Entscheidung zu treffen, irgendwann. Ich selber, die finsterste Zeit war für mich so um den Mai 2019. Ich konnte nicht mehr klar denken nach dem Unfall. Ich war auch körperlich topfit, das ist das Verrückte. Aber mein Hirn hat nicht funktioniert. Durch den Unfall, ich hatte einen Schädelbruch, die meisten wissen das, mit zwei Hirnblutungen, Lüfteinschluss, knapp überlebt, alles gut. Man meinte, Stefan kommt wieder normal, meine Frau hat schon ein bisschen gemerkt, dass ich ein bisschen komisch bin. Man hat dann gemerkt, wenn Besuch zu uns gekommen ist, dann habe ich gefragt, Karin, möchtest du einen Kaffee? Was würdest du sagen, dann? Ja, dann. 30 Sekunden später, Karin, willst du einen Kaffee? Und das etwa 5 Mal. Ich habe es aber nicht gemerkt. Die Leute haben dann selber den Kaffee rausgelassen. Ja, ihr könnt lachen, aber das ist ja übel, oder? Nicht. Nachts war mein Kopf wie ein Mixer, ich konnte nicht schlafen, da ist alles
dieser Zeit habe ich nur gesagt, Jesus, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Das war mein einziges Gebet dort. Es ist nichts geblieben, wenn ich etwas gelesen habe, es ist alles weg gewesen. Nichts können merken. Emotional wirst du noch schwierig und alles, wenn du so bist, ja. Bei weiterer Jagen, das war auch noch schön, ja. Weil mein Körper, ich bin ja topfit, unglaublich. Also, das war so eine Diskrepanz von Körper und Geist, ganz schlimm. Aber ich habe immer gesagt, ich vertraue dir, aber ich verstehe dich nicht. Und vielleicht sind deine Gebete ein bisschen eigenartig, wie Psalm 88. Du sagst, Vater, in meinem Leben, ich verstehe dich nicht, ich bin wütend auf dich, aber ich werde nie nicht anders hingehen. Ich werde beten, ich werde dir dienen, dir nachfolgen, weil du Gott bist. Nicht, weil du nette Sachen für mich machst, sondern weil du der bist, wo du bist, und ich werde bei dir bleiben. Und wenn du das machst, dann ist Satan besiegt, du wachst als Persönlichkeit. Und wenn die Dunkelheit nachlässt, der ganze Druck, der ja da ist, der so fest uns presst, dann wird aus dem Stückchen Kohle ein Diamant. Das ist das Endresultat. Durch den Druck gibt es einen Diamant, verwandelt sich etwas Wertvolles. Nur, ich hatte schon ein bisschen Sorgen gehabt bei dem Bericht aus Panama, weil eine von unseren Tochter hat sich jetzt mit einem Kardiologen ernsthaft befreundet, sehr ernsthaft. Und dann habe ich gedacht, ja, warum jetzt ein Kardiologe? Ja. Finsternis gibt ein grosses, tapferes Herz. Und Finsternis kann man auch noch relativieren. Relativieren bedeutet, dass man etwas abschwächt. Es ist ja nicht so schlimm. In der Finsternis denkt man, fühlt man, es gibt keinen Ausweg. Finster ist finster. Der Autor denkt auch, Gottes Ablehnung auf mich, gegen mich ist vollständig, Gottes Zorn ist auf mir, er hat mich völlig verloren, es ist alles sinnlos. Aber er liegt falsch. Der Psalm ist von einem Mann namens Heman geschrieben worden. In 1. Chronik 6 wird berichtet, dass der Heman der Leiter der Dichter der Söhne Koras ist. Hier in Psalmen findet sich zwischen Psalm 40 und den 80er Psalmen. Und ein paar sind die genialsten. Und wenn Gott dem Heman geholfen hat, die schönsten Psalmen zu schreiben, dann bedeutet das, seine Finsternis hat ihm zu einem Künstler gemacht, wo Millionen von Menschen, aber Millionen geholfen hat. Von seinem Standpunkt aus, im Psalm 88, denkt er, Gott hat mich im Stich gelassen. Aber der Heman, der hat sich geirrt. Gott hat ihn nicht im Stich gelassen. Dunkelheit, die er fühlt, ist nicht objektiv, die ist subjektiv. Sie ist nicht real. Und heute, in 2500 Jahren später, sieht ja vieles anders aus. Da kann man sagen, Gott hat Gutes gemacht, das hat er aber dort nicht erlebt. Und was mache ich heute? Ein Blick auf den Schluss von beiden Psalmen, die negativ endet. Psalm 39 steht ja, blicke von mir weg. Das ist aber eine krasse Aussage zu Gott. Schau mich gar nicht mehr an. Oder meine Bekannten sind Finsternis. Erinnert dich das an jemanden? Das heisst in Matthäus 27. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus Christus erlebt die ultimative Finsternis. Jemand denkt, ich habe sie erlebt. Aber das ist nicht der Fall, das ist Christus. Jesus erlebt den Zorn und er ist wirklich im Stich gelassen in dem Moment. Ganz allein. Warum erlebt Jesus die Finsternis? Warum wendet sich der himmlische Vater von ihm ab? Warum ist die Finsternis der einzige Freund von Jesus? Die Antwort ist, weil Gott uns vergeben will. Alles, was der Teufel gesagt hat, im Hiob ist wahr. Menschen sind egozentrisch. Menschen bieten sich gegenseitig aus. Das ist der Grund, warum die Welt in dem Zustand ist, wie sie ist.
Und wir verdienen es, dass Gott sein Angesicht abwendet. Aber er will vergeben. Und Jesus nimmt die Dunkelheit auf sich, damit unsere Dunkelheit nur subjektiv ist. Er erlebt die objektive Dunkelheit, damit wir es nur subjektiv maximal erleben. Und was bedeutet das für deine Finsternis, wenn nichts mehr brennt? Er hat dich nicht im Stich gelassen. Und er wird dich nicht im Stich lassen. Weißt du, er hat für deine Schuld gezahlt. Er liebt dich und mich. Jesus ist wirklich verlassen worden, verloren vom Vater, damit du und ich, wir nicht verloren werden. Und Jesus gibt eine Antwort auf die sarkastische, zornige Frage im Psalm 88, Vers 11. Wirst du an den Toten Wunder tun oder werden die Gestorbenen aufstehen und dich preisen? Weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Ja. Ja, es gibt eine Auferstehung. Eines Tages werden die Toten auferstehen, weil Christus gestorben ist und erlebt eine Auferstehung. Hat der Hemann geschrieben, der hat auch nicht gewusst, dass das passieren wird. Einer der berühmtesten, begabtesten Verkündiger in der ganzen Kirchengeschichte ist der Charles Haddon Spurgeon. Er hat in einem Kommentar geschrieben zu Psalm 88. Derjenige, welcher jetzt diese Worte in aller Schwachheit auslegt, weiß in seinem Inneren von den Abgründen seelischer Angst mehr, als er sagen möchte oder dürfte. Und dann schrieb er weiter, können denn aber wirklich fromme Menschen solche Leiden erfahren müssen? Jawohl, und manche unter ihnen sind ihr Leben lang solcher Knechtschaft unterworfen. Spurgeon, einer der begabtesten Verkündiger. Zeitweise war er jedes Jahr 3 Monate depressiv und in seinem Ferienhaus und hat nicht mehr mögen. Das ist nicht mehr ausgehalten. Es gibt Menschen, die tragen das Leben lang. Innere und äußere Finsternis kann einem Christ passieren. Ich selber wünsche mir, dass das Lämpli brennt. Bei allen. Aber wenn du hineinlebst und es würde eben nicht so brennen, weißt du, es bedeutet nicht, dass du von Gott trennt bist jetzt. Das bedeutet es nicht. Immerhin ist Jesus dem passiert, der hat es für dich getragen. Und die Finsternis kann passieren, ohne dass du es weißt. Es gibt Antworten und einen Zweck. Und ich weiß, im Himmel, dann verstehe ich, aber dann ist es mir, glaube ich, nicht mehr so wichtig. Ja. Dann verstehe ich.